Hallo und willkommen zurück zu Yoshi's Story. Heute gehen wir in Welt 3 und zwar ins vierte Level und schauen uns mal an, was wir da neu sehen. Und zwar ist es der Schneeberg. Damit haben wir dann auch bei 3 alles gesehen. Oh, das war das eine Ei. Wir haben einen schwarzen Yoshi bekommen. Das ist ja mal cool. Ah, wir haben einen Yoshi freigeschaltet. Oh, die Beschreibung dieser Welt ist ähnlich. Das war jetzt aber mal ein Akt. Aber hey, wir haben direkt ein Herz bekommen. Fruchtpower. Ich 6 gleiche Früchte nacheinander und du erhältst eine Herzfrucht. Nimmt Yoshi sie zu sich, ist er für kurze Zeit unverwundbar. Blöd. Das war jetzt auch ein bisschen riskant. Ein ganz kleines bisschen riskant nur. Flygeil, er erscheint immer in einer Vierergruppe. Triff alle 4 mit nur einem Schuss und du erhältst eine Honigmelone. Ja, die haben wir natürlich verpasst. Oh.
6 Melonen. Nein. Die 7 haben wir nicht geschafft, leider. Okay, wir haben ein weiteres Herz. Wir haben wieder ein Babygeschoss, wie wir die da aus Yoshi's Island kennen. Das hört sich ein bisschen seltsam an mit dem Babygeschoss, aber naja. Geschafft und sogar noch relativ viele Herzen bekommen. Oh, ein neuer Boss. Oh ja, wir müssen auf den Bauchnabel schießen. Das ist dasselbe wie beim Yoshi Story. Don Bongo, was muss ich sehen? Achte auf deinen Kopf, du armer Kopf. Nicht so ganz herausgefunden, wie wir den Schaden machen, aber irgendwie. Ja.
Er hat eine dicke Lippe riskiert. Er gab immer einfach die Schnut. Haben wir jetzt einen weißen Yoshi? Bei den einen weißen Scheiger haben wir nicht immer noch dabei gehabt. Der Himmel, Yoshis Laune, 3000 haben wir fast wieder dazu gekriegt. Also das haben wir die Hälfte geschafft und die ersten drei Welten haben wir damit sogar komplett fertig. Überall lauerte die Gefahr, in einer der eigenen Schluchten zu stürzen. Doch die jungen Yoshis bahnten sich ihren Weg, um am Ende auf Don Bongo zu treffen. Auch dieser böse Geselle konnte Yoshis nicht aufhalten. Die Yoshis wurden immer glücklicher. Auch in Welt 4 haben wir schon die letzte. Oh, wir dürfen mit einem Shy Guy spielen. Das sehen wir uns mal an. Der weiße Shy Guy hat einen unserer Yoshis wieder zurückgeholt. Was sagt denn unsere Zeit? Er sagt, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Und dann machen wir einen Cut. Moment, ich muss nur mal kurz Bescheid geben. Dann schauen wir mal, wie die Welt ist. Windlied, lausch den Wind und vergiss das Lied niemals. Der Ton kommt aus bodenlos tiefen Schluchten. Wer hineinfällt, der kommt nicht mehr heraus. Oje. Sehr tolle Aussichten. Otlido. Otlido ist ein netter Kerl. Du kannst sogar auf ihm reiten. Ich denke mal, wir essen den Apfel tatsächlich mal, weil wir haben nämlich keine Lebensenergie. Otlido ist ein netter Kerl. Wir geben ihm erstmal eins mit. Und wieder ein Superherz mehr. Ah, super. Blum, blum.
Oh, die Geräusche hier. Okay, jetzt könnten wir wieder runter. Wo zum Geier sind wir hier? Okay, hier haben wir unseren ersten Kollegen. Nach der Welt machen wir aber auf jeden Fall erstmal Ende. Kann sein, dass der Part vielleicht ein bisschen kürzer wird. Aber auch schon eine ganze Weile wieder dran mit aufnehmen. Ja, ist vielleicht nicht so clever, in irgendein Loch zu springen, wenn man nicht weiß, wie man da landet. Nein, ich will doch gar nicht. Dann nehmen wir noch Munition mit und gehen wieder runter. Blödes. Sobald man rausspringt und dann versucht wieder runterzuspringen, landet man automatisch beim nächsten. Okay, wieder weiter unten ist wieder was. Und ein zweites Herz habe ich gerade gesehen. Okay. Ah, ist eine Melone runtergefallen. Gar nicht so einfach. Oh. Shit, ich bin an die falsche Taste gekommen. Ah. Tschüss, Yoshi. Ja, wir haben auf jeden Fall Herzen, zwei Stück schon. Ah, wir brauchen leider die Lebensenergie. Nein! Mist. Ich bin abgeprallt und abgerutscht. Will ich schon wieder komplett von vorne. Ja.
Tatsächlich versuchen würde ich sagen, hier Bett muss doch hier irgendwas sein. Schenkel. Ich versuche jetzt tatsächlich einfach mal irgendwelche Früchte zu futtern, weil ich denke nämlich tatsächlich. Dass es vielleicht von Vorteil wäre, wenn wir einfach nur die Welt abschießen, damit wir die ganzen Herzen, die wir gesammelt haben, nicht verlieren. Zwei von drei haben wir nämlich. Klappt der Flattersprung heute überhaupt nicht. Super. Naja, zwei Herzen, immerhin, mehr wie nicht. Schauen wir mal, was unsere Zeit sagt. Die Zeit sagt, dass wir jetzt Feierabend machen, denn wir haben 25 Minuten zusammen und ja, beim nächsten Mal geht es dann bei Kapitel 5 weiter. Mal sehen, ob wir dann auch so nach und nach dann doch langsam mal die letzten Welten zu Gesicht kriegen. Im dichten Dschungel war bei Tag und Nacht Stockduster. Seltsame Kreaturen lebten hier. Auch Ottlido war im Dschungel zu Hause. Er half den Yoshis bei ihrer Suche nach dem verlorenen Blick.
Die Yoshis wurden immer glücklicher. Gut. Dann haben wir noch den Text und mal schauen, ob wir beim nächsten Mal noch eine neue Welt zu Gesicht kriegen oder ob wir hier alles haben. Nö, uns fehlt tatsächlich Welt 4 hier. Wir haben Welt 4 nicht gefunden. Gut, dann müssen wir uns beim nächsten Mal ein bisschen umschauen. Dann machen wir auch jetzt erstmal Feierabend. Bis dann. Tschüss.